herzlich willkommen zu Quadriga, dem internationalen Talk aus Berlin. Die deutsch-türkischen Beziehungen zwischen Sorge, Misstrauen und Aufatmen über die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. Nach rund einem Jahr Haft ohne Anklage kam Yücel am 16. Februar frei und konnte die Türkei verlassen. Auf die Erleichterung folgt Misstrauen. Wieso? Mit welchen Hintergedanken hat der türkische Präsident Erdogan das zugelassen, fragen sich viele. Gibt es einen Deal zwischen Berlin und Ankara? Und welche Rolle spielt Erdogans Militäroffensive in Nordsyrien? Besorgt fordert die Bundesregierung ja ein Ende der Kämpfe in Afrin. Erdogans Machtspiele, wohin steuert die Türkei? Das ist meine Frage. Und hier sind meine Gäste. Herzlich willkommen, Çiğdem Akyol. Sie lebt als freie Journalistin und Publizistin in Istanbul. Sie hat eine kritische Biografie über Erdogan geschrieben und sagt, große Schlagzeilen zur Freilassung von Deniz Yücel. Im Kleingedruckten nur die Infos zur lebenslangen Haft für türkische Journalisten. Das hat die Türkei geschickt gemacht. Willkommen auch Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der Taz. Sie kennt, wie auch Çiğdem Akyol, Deniz Yücel aus der gemeinsamen Zeit bei der Tageszeitung und sagt, Erdogan versucht, seine Fronten zu begradigen. Er braucht Deutschland, weil er in Syrien die USA verärgert. Und auch in unserer Runde herzlich willkommen Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Zeit. Er hat mehrere Jahre in Istanbul gelebt und sagt, Erdogan ist im Herzen weder Islamist noch Nationalist. Er ist vor allem Erdoganist. Ulrike Herrmann, Sie haben jahrelang in demselben Zeitungshaus mit Deniz Yücel gearbeitet, kennen ihn gut. Was hat die Nachricht über seine Freilassung bei Ihnen ausgelöst? Naja, Erleichterung. Ich glaube, alle, die ihn kennen, waren erleichtert. Das war ja ein großer Stress. Aber natürlich ist es genauso, wie auch Frau Akyol gesagt hat. Man sollte jetzt nicht vergessen, dass in genau dem Moment, wo Deniz freigekommen ist, dann andere türkische Journalisten, auf die eben nicht der Fokus der Weltpresse lag, dann für lebenslang in Haft gekommen sind. Haben wir das hier vergessen am Wochenende? Also jedenfalls, es wurde gemeldet, aber es war eben nur eine kleine Nachricht. Und die Freilassung von Deniz war eine große Nachricht. Und da muss die Frau Akyol recht geben, dass das natürlich von Erdogan wahrscheinlich auch genauso getimt war. Was haben Sie gedacht? Was war Ihr erster Reflex, als Sie die Nachricht hörten? Große Erleichterung, aber ich habe mich auch nicht gewundert, denn es war klar, dass der Kollege Deniz Yücel irgendwann rauskommen würde. Es war eigentlich nur die Frage, wann es passieren würde. Der Druck auf Ankara, auf die AKP war ja viel zu groß, nicht? Was mich allerdings auch im gleichen Atemzug verärgert hat, ist die Tatsache, dass die anderen Kollegen jetzt in Vergessenheit geraten könnten. Es gibt die Theorie in der Türkei von ausländischen, von Korrespondenten, die sagen, jetzt werden die Internationalen freigelassen. Also Stichwort Peter Steutner, Michale Tolu, Deniz Yücel. Und wenn die frei sind, wenn die internationale Gemeinschaft nicht mehr so sehr auf die Journalisten, auf ihre eigenen inhaftierten Personen schaut, dann kann Erdogan zu Hause aufräumen. Und diese Theorie, die hat sich für mich eigentlich jetzt am Freitag bestätigt. Halt eine Stunde nachdem Deniz Yücel freigelassen wurde, wurden drei Kollegen zu lebenslanger Haft verurteilt. Mhm. Auf die kommen wir auch später noch zu sprechen. Michael Thumann, hat Sie die Freilassung überrascht? Also mir klingt immer noch der Satz des türkischen Präsidenten im Ohr, dass der Terrorist Yücel nicht freigelassen werde, solange er Erdogan im Amt sei. Ich meine, hinterher ist man immer schlauer. Ich war zwischenzeitlich unsicher, ob er in absehbarer Zeit frei käme. Aber so seit dem Jahreswechsel schien es mir doch so, dass einfach im Zuge dessen, was die Türkei politisch wollte, nämlich eine Annäherung, eine Aufwärmung der Beziehungen zu Deutschland, während sie mit Amerika sich rapide verschlechterten, der Besuch Erdogans in Paris, dass das dann plötzlich dass es greifbar wurde, dass Yücel freigelassen wurde. Die große Frage ist, was folgt jetzt daraus und was werden die künftigen Schritte sein, ob es eine Normalisierung geben kann, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Folgen wir auf diesem Weg dieser großen Frage erstmal Deniz Yücel selbst. Er ist seit fast einer Woche frei. Der Prozess gegen ihn steht im Sommer 2018 an. Ihm wird Verbreitung von Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Warum er aber festgenommen wurde und freigelassen wurde, das kann er selbst auch nicht richtig beantworten. Er hat es versucht in einer Videobotschaft am Abend seiner Freilassung. Das Witzige ist, ich weiß immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet wurde, genauer, warum ich vor einem Jahr als Geisel genommen wurde. Und ich weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde. Ulrike Herrmann,
Haben Sie eine Antwort, warum Deniz Yücel freigelassen wurde? Also ich glaube, dass ganz viele verschiedene Punkte dafür gesprochen haben, für Erdogan jetzt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, mehr Yücel weiter noch in Haft zu lassen. Das Erste ist, es ist ja völlig klar, dass diese ganzen Anklagepunkte, dass er ein Terrorist sei, waren sowieso hinfällig und absurd. Also das hätte man sich nicht leisten können, dann ein wirkliches Verfahren zu machen. Das wäre ja weltweit durch die Medien gegangen, was das für ein Unsinn ist. Also Erdogan will ja immer noch so tun, als wäre er der Präsident einer Demokratie. In Wahrheit ist es eine Diktatur, aber das soll nicht so scheinen. Also das wäre schon mal schlecht gewesen. Dann ist ja das Problem, dass die Türkei sehr abhängig ist davon, dass deutsche Touristen in die Türkei kommen. Aber immer wenn es Schlagzeilen gibt nach dem Motto, deutscher Journalist sitzt in der Türkei in Haft, haben schon wieder einige Touristen Angst, in die Türkei zu fahren. Das ist auch ein Problem. Und dann hatte ja, muss man einfach sagen, Erdogan doch das erreicht, was er erreichen wollte. Er möchte, dass westliche Journalisten nur noch mit Bremse über die Türkei berichten. Und genau das ist passiert ja. Jeder, der noch in der Türkei ist und von dort berichtet, überlegt sich jedes Wort, das er schreibt. Also Erdogan wollte unter den ausländischen Journalisten Angst verbreiten und das ist ihm gelungen. Sehen Sie das genauso, Michael Schumann? Ich glaube, Erdogan vergisst eine Sache, die die Türkei in den 80er, 90er Jahren sehr klug gemacht hat. Sie hatte nämlich mal den großen Nachteil, dass alle Korrespondenten in Athen saßen und in andere oder in Wien und von dort über die Türkei berichtet haben. Wie haben Sie damals berichtet? Abgrundtief schlecht. Mhm. Und das ist immer so, wenn man draußen ist und nicht die Berührung mit dem Land hat, nicht die kulturelle Berührung, nicht die positive Emotion, dann wird die Berichterstattung schlecht. Und genau das ist, was er jetzt erzeugt. Ja, okay, er treibt die Leute aus dem Land. Mhm. Und er glaubt, dass er damit irgendetwas kontrolliert. Aber da rutscht gerade die Kontrolle weg. Und ein Land, das ein Lied davon singen kann, ist Saudi-Arabien, wo man so schwer hin konnte und wo die Berichterstattung einheitlich schlecht ist. Das heißt, so geschickt ist es vielleicht gar nicht, Frau Akyol. Oder wie schätzen Sie es ein? Sie haben ja eine Biografie über ihn geschrieben. Was wird ihn zu dieser Entscheidung bewogen haben? Ist es überhaupt seine eigene Entscheidung? Hier wurde ja in Deutschland auch sehr vorsichtig am Anfang betont, das sei ja alles Sache der türkischen Justiz. Ganz sicher war es seine Entscheidung, denn es gibt keine unabhängige Justiz in der Türkei. Es ist eine politische Justiz, die wir in der Türkei haben. Und wenn Urteile gefällt werden, dann werden die in Ankara im Palast gefällt. Da werden die Urteile ausgesprochen und die werden dann halt auch durchgeführt. Da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und das beste Beispiel ist ja, dass selbst das Verfassungsgericht in der Türkei, auch wenn es ein Urteil spricht, dass das nicht umgesetzt wird oder auch direkt angezweifelt wird von der AKP. Aber ich möchte nochmal auf Herrn Thumann zu sprechen kommen, nochmal aufgreifen. Geht es wirklich um Kontrolle oder geht es hier wirklich um Symbolpolitik? Ist er tatsächlich so naiv zu glauben, er könnte die gesamte Berichterstattung kontrollieren? Oder ist das nicht auch einfach eine Symbolpolitik? Dazu sind wir in der Lage. Das ist ja auch so, dass Deniz Yücel vielleicht stärker als andere zu diesem Symbol gemacht wurde oder geworden ist. Ist auch die Frage, warum das so ist. Auf jeden Fall hat sich der deutsche Außenminister ja sehr mit seiner Freilassung mitgeschmückt, sage ich jetzt mal, was ihm dann Kritik eingebracht habe und auch die Frage, ob das eigentlich ein schmutziger Deal mit der Türkei sei. Wir hören mal, was Sigmar Gabriel, der geschäftsführende Außenminister, dazu sagt. Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine Verabredungen, Gegenleistungen oder wie manche das nennen, Deals in dem Zusammenhang. Dies, darauf legt auch die türkische Seite großen Wert. Çiğdem Akyol, glauben Sie, Sigmar Gabriel, der Chef von Deniz Yücel, der Weltchefredakteur Ulf Poschert, hat sich festgelegt und gesagt, er müsste ihm glauben? Zunächst einmal glaube ich keinem Politiker. Und das hat nichts mit der Partei zu tun, nichts mit der Funktion. Das ist einfach mein Grundmisstrauen nicht. Und wenn Herr Gabriel sagt, es gab keinen Deal, dann nehme ich das erstmal so hin. Aber die Frage ist ja, was wird als Gegenleistung erwartet? Es muss ja nicht ausgesprochen worden sein. Es muss ja nicht schriftlich festgehalten worden sein. Es kann ja auch durchaus Absprachen in graue Schattierungen gegeben haben, unausgesprochene Absprachen, die kann es ja gegeben haben und davon gehe ich aus. Und da gibt es mehrere Stichworte, zum Beispiel Kurden in Deutschland, wie geht man gegen mutmaßliche PKK-Anhänger vor, wie geht man gegen mutmaßliche Putschisten vor, die hier ein Asylgesuch gestellt haben und was ist mit Rüstungsdeals. Und da müssen wir in den nächsten Wochen, Monaten abwarten, wie sich das entwickeln wird. Was glauben Sie, Michael Schumann, was erwartet die Türkei von Deutschland als mögliche Antwort, sage ich jetzt mal?
Neutral. Die Türkei hat eigentlich zwei Dinge, auf denen es ihnen... Ich lasse jetzt mal die Rüstung beiseite. Da wünschen sie sich natürlich, dass wir irgendwie am liebsten mit ihnen Panzer zusammenbauen und so weiter. Aber das sehe ich derzeit gar nicht. Wäre in Deutschland politisch überhaupt nicht durchsetzbar, brächte sich die Bundesregierung in unglaubliche Schwierigkeiten. Zwei Dinge, die eher gehen, ist, die wollen eine ganze Reihe von Leuten, die in Deutschland hier die Opposition, da möchte die Türkei gerne Zugriff. Sie hat Auslieferungsanträge gestellt. So, und da gibt es in einem Fall Adil Öksüz, das ist einer, der mutmaßlich am Putsch als Drahtzieher beteiligt gewesen sein soll. Am Putsch in der Türkei im Sommer 2016. Genau, und der wird jetzt auch tatsächlich gesucht in Deutschland. Es gibt aber auch ganz andere Punkte, das ist längerfristig. Was die Türkei dringend braucht, ist eine, wir haben ja eine Zollunion zwischen der EU und der Türkei, die ist derzeit sehr ungünstig für die Türkei aus verschiedenen Gründen. Wichtig für die Türkei ist, die zu modernisieren, zu erweitern, dass es für sie wieder, dass sie daraus wieder mehr Geld ziehen kann und für den türkischen Handel es positiver ist. Da sind die Deutschen ganz hart und sagen, wir wollen das nicht. Und nehmen auch innerhalb der EU die härteste Position ein, zusammen mit den Österreichern. Und da könnte jetzt mittelfristig einfach eine weichere deutsche Haltung der Türkei auch hilfreich sein. Das sind, glaube ich, so Dinge, die ganz wichtig sind und am Ende ganz viel Geld bringen. Und ist das denn so, Ulrike Herrmann, dass man, wenn solche Erwartungen dann im Raum stehen, dem auch folgen sollte? Weil es ja auch immer noch, ich glaube, 5 weitere deutsch-türkische Gefangene gibt, an die man jetzt denkt hier in der Bundesregierung? Also ich glaube, das ist ja so schwierig mit der Türkei. Also ich glaube nicht, dass man jetzt tatsächlich sich auf Deals einlassen kann oder sollte. Und es gibt ja sehr viele Streitpunkte mit der Türkei. Den einen haben wir ja schon angesprochen, Afrin, also der Einmarsch der Türken in Nordsyrien. Dann das nächste Problem ist ja, dass die Türken die Gas Geschäfte Zyperns blockieren. Dann gibt es die Türken, die sehr aggressiv gegenüber den Griechen auftreten. Das heißt, aus der Sicht der Europäer und auch der Bundesrepublik ist ja Erdogan eine permanente Gefahr. Und man ist es relativ undeutlich, was er als nächstes sich überlegen wird. Ich glaube, das heißt, man kann, glaube ich, im Augenblick als Bundesregierung gar nicht darauf bauen, dass man stabile Beziehungen zu Ankara haben kann. Man kann auch nicht darauf bauen, dass nicht demnächst wieder neue Deutsche im Gefängnis sitzen. Jeder Deutsche, der in der Türkei ist, ist gefährdet. Das ist ja übrigens auch noch etwas, was die Türkei unbedingt möchte. Sie will ja, dass diese verschärften Reisehinweise wieder entschärft werden. Das kann man aber als Bundesregierung im Ernst nicht machen. Jeder Tourist, das muss jedem Touristen klar sein, ist potenziell gefährdet in der Türkei. Letztlich bin ich ehrlich gesagt ratlos, wie man mit der Türkei umgehen soll. Vielleicht haben Sie einen Vorschlag, Cidim Akdiyar. Soll man jetzt die Erwartungen ein bisschen bedienen, in Dialog treten? An welchen Stellen? An welchen Stellen bitte auf keinen Fall? Also ich bin ganz vehement dagegen, dass man den Dialog abbricht. Das wird ja immer wieder mal von österreichischer Seite gefordert, dass man die EU-Beitrittsverhandlungen abbricht. Und das kann es nicht sein. Dialog abbrechen ist meiner Meinung nach immer negativ. Das führt ja auch zu nichts. Das heißt, man muss im Dialog bleiben, man sollte im Dialog bleiben. Und das ist ein sowohl als auch im Dialog bleiben, auf Augenhöhe, ganz wichtig, aber nicht über jedes Stöckchen springen, das uns Erdogan hinhält. Was wäre denn da zum Beispiel so ein Stöckchen? Wir hatten jetzt vor einigen Monaten die Nazi-Vergleiche, die unsäglichen, nicht? Und da fand ich eigentlich die Reaktion der Bundesregierung ganz angenehm, dass man da auch ruhig und sachlich antwortet und sagt, nee, da machen wir nicht mit, aber sich nicht auf dieses Niveau begibt und da auch mal so etwas zurückhaltender bleibt. Und man sollte halt, was ich mir auch wünschen würde, ist, dass man gelegentlich doch etwas wortstärker auftritt, auch etwas kritischer sein könnte. Aber sich nicht auf das Niveau begeben, das Ankara einem manchmal vorlegt. Das ist ja eine Gratwanderung für Berlin. Hier wird auch immer gesagt, dass man ja Meinungs- und Pressefreiheit und die Menschenrechte in der Türkei, wie sie im Moment sind, beklagen. Und trotzdem ist es so, dass diese Verletzungen von Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit ziemlich gravierend sind und es auch wiederum schwierig ist, für manche Politiker das so konkret anzusprechen. Wir schauen uns mal einen Teil der Lage, vor allen Dingen auch in den türkischen Gefängnissen an. Schon der Verhandlungsort ist ein Versuch der Einschüchterung.
Der Prozess gegen Journalisten der türkischen Zeitung Cumhuriyet wurde aus dem Justizpalast in Istanbul ins Hochsicherheitsgefängnis von Silivri verlegt. Hier saß auch Deniz Yücel in Untersuchungshaft. Einschüchtern lassen sich Weggefährten der Angeklagten dennoch nicht. Sie protestieren gegen die Willkür der türkischen Justiz und des Staates und riskieren selber die Verhaftung. Ahmet Sik gehört zu den prominentesten der hier Angeklagten. Auch er sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Der Journalist Ahmet Altan wurde mit seinem Bruder und vier weiteren Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das nur wenige Stunden nach der Freilassung Yücel's. Wie weit hat sich die Türkei von rechtsstaatlichen Werten entfernt? Michael Thumann, Ulrike Herrmann hat eben von Diktatur gesprochen. Würden Sie auch so weit gehen? Oder wie haben Sie vielleicht auch einen persönlichen Vergleich? Denn Sie sind 2013 nach den Gezi-Protesten, die Sie dort noch erlebt haben, als Korrespondent von Istanbul dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Wie empfinden Sie es? Wie weit hat sich die Türkei in der Zeit von der Rechtsstaatlichkeit entfernt? Ja, ganz fundamental. Ich würde, das ist eine Definitionsfrage, nennt man es Diktatur, nennt man es autoritäres System. Es bleibt so ein seltsamer Hybrid, weil Erdogan halt eben immer in Wahlen Bestätigung sucht, aber gleichzeitig natürlich alles dafür tut, dass Wahlen nichts mehr bedeuten, dass sie im Grunde genommen nur noch eine Akklamation und Bestätigung seiner selbst sind. Und das Entscheidende ist der Rechtsstaat. Und der hatte halt in der frühen Zeit Erdogan tatsächlich einige Fortschritte gemacht, unter anderem mit Hilfe auch der Europäischen Union, weil man sich halt im Zuge der Beitrittsverhandlungen waren viele europäische Juristen in türkischen Gerichten und so weiter. Da hatte sich einiges getan. Das hat er radikal zurückgebaut. Und er hat noch viel mehr getan, etwas, was es vorher nicht gab. Er hat nämlich die Rolle des Verfassungsgerichts etwa entwertet. Neulich hat das Verfassungsgericht Inhaftierte freigelassen, auf freien Fuß gesetzt. Daraufhin hat ein lokales Gericht auf den Fingerzeig eines Ministers diese Entscheidung rückgängig gemacht. Damit ist das Rechtssystem im Chaos und daraus folgt einfach alles andere. Und das bedeutet für uns, und wenn wir mit der Türkei umgehen, dass man sich auf nichts letztendlich verlassen kann. Und das belastet unsere Beziehung in einer Weise, dass es auch diese von der Türkei angestrebte Normalisierung nicht geben kann. Çiğdem Akyol, würden Sie von Diktatur sprechen? Schwierig. Also, es ist keine Diktatur nach internationalen Maßstäben, nicht? Wir haben aber, also ich sehe natürlich die Argumente, wir haben keine freie Presse in der Türkei, Wahlen finden nicht unter demokratischen Umständen statt. Wir haben eine Säuberungswelle, die seit dem Putschversuch anhält. Wir haben tausende Menschen, die eventuell unschuldig in Gefängnissen sitzen. Es wird auch von Folter berichtet. Aber wenn wir mit dem Begriff Diktatur zu beliebig umgehen, dann nehmen wir diesem Begriff auch den Schrecken. Wir haben in der Türkei immer noch auch eine Zivilgesellschaft, wir haben immer noch eine schwache Opposition und wir haben immer noch ein wenig Pressefreiheit. Deswegen würde ich da eigentlich Herrn Thumann, würde ich das eigentlich genauso teilen. Wir haben ein autokratisches System, wo gerade meines Erachtens nach nichts darauf hindeutet, dass es besser wird. Ganz im Gegenteil, entscheidend sind zwei Wahlen 2019. Da werden Parlamentswahlen stattfinden und nochmal Präsidentschaftswahlen. Zum ersten Mal zur selben Zeit, ne? Genau. Und da geht es nochmal darum, das Präsidialsystem, das Erdogan ja erzwungen hat, diese Wahl, also das Wahlergebnis, das war ja nicht ganz sauber. Das Referendum von 2017, genau. Genau, so ist es. Wenn er diese Wahlen gewinnen sollte, und vieles deutet darauf hin, weil die Wahlen, wie gesagt, nicht unter demokratischen Verhältnissen stattfinden, dann haben wir die absolute Ein-Mann-Herrschaft in der Türkei. Aber warum, wenn Sie sagen, es deutet darauf nichts hin, muss er denn dann jetzt so eine Form des innenpolitischen Regimes aufbauen und an, auch noch ausbauen? Also ich verstehe, wenn Sie sagen, es kommt ihm auf die Wahlen an und so weiter, aber wenn er diese Macht schon hat, dann müsste er ja jetzt nicht noch immer weitergehen. Ist es vielleicht so, dass auch unter seinen eigenen Anhängern, jetzt auch zum Beispiel aus der Wirtschaftsperspektive, langsam so ein Zweifel
sich da breit macht? Wie würden Sie es sehen, Ulrike Herrmann? Ich las eine Zahl, dass 23% der AKP-Anhänger, das ist in der Umfrage des Politologen Michael Wretz geäußert worden, finden, dass sich ihre Lebensbedingungen sehr verschlechtert haben im Jahr 2017. Ist das so? Ist das vielleicht so, dass es einfach auch ein bisschen bröckelt? Also auf jeden Fall kann man sagen, dass es der Türkei wirtschaftlich nicht gut geht, aus verschiedensten Gründen. Die Türkei hatte immer ein Leistungsbilanzdefizit, das heißt, es wird mehr importiert als exportiert. Die Lira, die türkische Lira, fällt in den Keller, die Inflation nimmt wieder zu, die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Man weiß nicht genau, was in der Türkei los ist. Alle Statistiken sind geschönt. Also es ist wahrscheinlich noch viel schlimmer, als schon die Zahlen ausweisen, und die sind schon schlimm. Und natürlich ist es so, dass viele AKP-Mitglieder deswegen begeisterte Erdogan-Anhänger waren, weil er ja den Wirtschaftsboom gebracht hat. Und er hat auch sehr viele Anhänger sehr reich gemacht, vor allen Dingen in der Bauindustrie. Da muss man auch sagen, dass die Türkei auf einer enormen Immobilienblase sitzt, die eigentlich auch jederzeit platzen müsste. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sie noch nicht geplatzt ist. Das heißt, die wirtschaftlichen Gefahren sind enorm. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass Erdogan es ja geschafft hat, politisch gesehen, eine völlig neue Koalition zustande zu bringen, nämlich zwischen den Nationalisten, also letztlich den Leuten, die bisher Atatürk großartig fanden, die Türkei als Nationalstaat, als Großmacht und so weiter, zusammen mit dem politischen Islam. Und das könnte natürlich sein, dass, wenn jetzt die Wirtschaftskrise noch schlimmer wird, wovon man eigentlich ausgehen muss, dass dann diese Allianz noch befördert und befeuert wird, dadurch, dass Erdogan irgendein außenpolitisches Abenteuer eingeht oder wieder Feinde im Inneren ausmacht, beispielsweise die Kurden. Das ist ja dann immer das, was er macht, um seine Anhänger zu stabilisieren, dass es irgendwelche Feinde gibt. Insofern würde ich sagen, ist es kein Trost, dass die Lage in der Türkei wirtschaftlich gefährlich ist, sondern ganz im Gegenteil. Es könnte sein, dass, wenn die Krise ausbricht, Erdogan dann erst recht zum Diktator wird. Çiğdem Aktürk, was hören Sie von AKP-Anhängern? Gibt es da mehr Zweifel inzwischen, was die wirtschaftliche Situation anbelangt? Aber vielleicht auch diese Säuberungswelle, diese sogenannte, die muss ja, weil sie bei so vielen Familien ankommt, sich auch irgendwie immer auch näher letztendlich an AKP-Anhänger zu bewegen. Ich war kürzlich nah in der Altstadt von Istanbul. Sultan Ahmet kennt ja jeder Tourist, nicht? Es war quasi leer, kaum Touristen. Dann war ich in einem Geschäft, in einem Souvenirgeschäft, da waren auch keine Touristen. Und der Inhaber meinte dann, Mensch, er hat es sich mit allen verscherzt, aber ich will ihn trotzdem. Und obwohl er in einem Laden stand, der offensichtlich bald zumachen muss, nicht? Und was unterschätzt wird, ist, wie stark seine Anhänger ihn wirklich verehren. Er wird ja als Vater gesehen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass, was jetzt die Kollegin gerade gesagt hat, vieles in den türkischen Medien auch überhaupt nicht ankommt, nicht? Also die türkische Presse, die ist ja fast schon gleichgeschaltet, fast überwiegend gleichgeschaltet. Das heißt, die Nachrichten, über die wir hier sprechen, die wirtschaftliche Talfahrt, die findet in der Türkei kaum statt in der Presse. Da gibt es diese geschönten Statistiken. Und man hält immer noch ein bisschen an dieser Illusion fest, das wird schon wieder. Man glaubt ja an den Präsidenten. Ich möchte noch zwei Punkte hinzufügen. Warum diese Säuberungswelle im Land? Erdogan hat es sich mit den Kurden verscherzt. Das sind Millionen Stimmen, die ihn jetzt nicht mehr wählen werden. Das heißt, er muss halt mit zutiefst nationalistischen Tönen am rechten Rand fischen. Die Stimmen, die braucht er halt nicht. Und er muss halt auch ablenken von seinen eigenen Problemen. Also wenn er solche Manöver wie jetzt halt in Nordsyrien wagt, da geht es auch um Ablenkung. Man will halt davon ablenken, dass es so viel Leerstand gibt an Gebäuden, zum Beispiel in Istanbul. Da muss man ja nur mit offenen Augen durch die Stadt laufen. Michael Thumann sagt ja, wir haben es hier nicht mit einem Nationalisten zu tun, nicht mit einem Islamisten, sondern mit einem Erdoganisten. Was meinen Sie genau damit? Erdogan ist ein Pragmatiker, ein ruchloser Pragmatiker. Ein Zyniker der Macht. Ein absoluter Zyniker der Macht, der im Laufe seiner Amtszeit einfach sich immer wieder verschiedene Mäntelchen umgehängt hat. Er hat mit Liberalen paktiert, er hat wohlgemerkt, das haben wir schon fast vergessen, er hat eine Öffnung zu den Kurden hergestellt. Einen Friedensprozess. Und einen Friedensprozess eingeleitet, der beispiellos war in der Geschichte der Türkischen Republik. Er hat einfach schon alles Mögliche ausprobiert und wieder abgebrochen.
und immer zu den Zeitpunkten, wo es ihm persönlich nutzte. Und ich glaube deshalb eben auch tatsächlich, dass er nicht einer speziellen Ideologie folgt, sondern dass er sich einfach diese Ideologien zunutze macht und sie eben immer nur für eine bestimmte Zeit verfolgt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er in der Lage wäre, in irgendeinem Punkt in der Zukunft auch wieder vom nationalistischen Kurs abzurücken. Aber das ist halt eben der, den er jetzt vor allem einen türkisch-nationalen Kurs verbunden mit einem Krieg im Nachbarland. Das ist der Kurs, den er derzeit verfolgt. Mal sehen, wie lange. Schauen wir auf den Krieg im Nachbarland, auf das, was die Türkei die Militäroffensive Olivenzweig nennt. Der türkische Staatspräsident Erdogan inszeniert sich vor Mitgliedern seiner AKP-Partei im Parlament als kompromissloser Hüter der nationalen Einheit. Erdogan will einen Kurdenstaat um jeden Preis verhindern. Dafür sind ihm alle Mittel recht. Er werde das Treiben von Terrororganisationen nicht erlauben, kündigt er an. Seine jüngste Offensive: Angriffe auf die Kurdenmiliz YPG in der Region Afrin im Norden des Nachbarlands Syrien. Doch die YPG ist ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen den IS. Um ihre Ziele zu erreichen, gehen alle Allianzen mit potenziellen Gegnern ein, stoßen Partner vor den Kopf und riskieren einen Flächenbrand. Führt Erdogan die Türkei in die außenpolitische Isolation? Schon ganz zu Anfang hat Ulrike Herrmann gesagt, dass die Türkei ihre Fronten begradige. Wie isoliert nehmen Sie denn Ankara wahr? Naja, das, also man muss schon sagen, dass die Türkei jetzt nicht komplett isoliert ist. Also natürlich sind die Beziehungen zu den USA extrem gespannt, weil ja die USA haben die Kurden gegen Assad unterstützt. Jetzt werden genau diese Kurden von der Türkei angegriffen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, das weiß ja nun auch jeder, dass in dem Weißen Haus mit Trump ein Präsident sitzt, der sich für die Außenpolitik überhaupt nicht interessiert und für Syrien sowieso nicht. Das heißt, jetzt Trump vor den Kopf zu stoßen, ist aus der Sicht von Erdogan jetzt erstmal kein Verlust, weil Trump ist ja sowieso nicht da. Stattdessen hat sich jetzt also Erdogan mit diesem Vormarsch da in Afrin sich in so ein Bündnis eingeschaltet von Assad, von Russland und vom Iran. Jetzt muss man allerdings sagen, dass in diesem Bündnis die Türkei aus meiner Sicht der schwächste Partner ist. Also faktisch wird, wird Syrien entschieden im Gespräch zwischen Iran und Russland. Aber und mit der EU hat man sich da jetzt versucht, da sich ja nun gerade wieder anzunähern. Was aber wahrscheinlich nicht gelingen wird, weil er ja gleichzeitig dann schon wieder in Zypern und in Griechenland Stunk macht. Das heißt, letztlich liefert er sich im Augenblick, das ist wahrscheinlich die Summe all seiner Tätigkeiten, Russland aus. Ja, und das ist eine sehr spannende Frage. Michael Thumann war auch Leiter des Moskauer Büros der Zeit und hat auch 2014, 2015 noch mal von dort berichtet. Wie nehmen Sie es wahr? Wie gut ist das Verhältnis tatsächlich zwischen dem Kreml und zwischen Erdogan? Das Verhältnis ist ja eigentlich historisch sehr schlecht gewesen. Und Erdogan und Putin sind die beiden, die dann vor 10 Jahren schon so einen Prozess der Annäherung eingeleitet haben. Aber der ist wackelig. Das hat man 2015 gesehen, als die Türken einen russischen Jet abgeschossen haben und Putin daraufhin die kurzfristig eine Eiszeit eingeführt hat, die Erdogan so schockiert hat, dass er sich anschließend vor Putin geradezu in den Staub geworfen hat und gebettelt hat um Wiederannäherung. Und das macht das Verhältnis von heute der beiden auch aus. Es ist ganz klar, wer oben steht und wer unten steht. Erdogan ist der Schwächere in diesem Ganzen. Die Offensive in Afrin, die sogenannte Operation Olivenzweig, ist mit den Russen abgesprochen gewesen. Der türkische Generalstabschef und Geheimdienstchef sind nach Moskau gefahren und haben sich da grünes Licht geholt. Ja, die kontrollieren ja den Luftraum. Und jetzt spielt allerdings, die Russen kontrollieren in Syrien auch nicht alles. Das ist für sie mit Iran und so weiter, sieht man mittlerweile immer mehr, dass so ein Krieg halt schwierig zu kontrollieren ist, selbst für eine Großmacht wie Russland. Aber was sie jetzt halt machen, ist, dass sie Erdogan Probleme bereiten dadurch, dass sie Assad gesagt haben und erlaubt haben, dass Assad den Kurden wiederum Hilfe zukommen lässt. Und wir werden jetzt wahrscheinlich auf einen Konflikt zwischen Assad und der Türkei unmittelbar hinauslaufen. Russland ist mit beiden verbündet. Ein bewaffneten Konflikt.
Und Russland ist mit beiden auf irgendeine Art verbündet und verbandelt und wird das dann in irgendeiner Form versuchen, wieder zu beruhigen, nehme ich an. Aber man sieht, dass Erdogan einfach in allen Beziehungen da den schwächeren Part hat. Da stimme ich Frau Herrmann vollkommen zu. Sehen Sie es auch so, Cidem Akyol, dass die türkische Regierung sich im Prinzip mit so vielen verscherzt hat? Also letztes Jahr noch Akteur bei den Friedensgesprächen mit Iran und Russland, was Syrien anbelangt an der Seite Russlands. Jetzt eben der Angriff auf Milizionäre des Assad-Regimes und dann eben russische Zwiespältigkeit. Der Iran liefert angeblich der kurdischen YPG Waffen. Hat sich Erdogan im Prinzip vom Machtspieler zum Spielball in der Region entwickelt, degradieren lassen, wie auch immer? Soweit ist es noch nicht. Er hat sich außenpolitisch Feinde gemacht, Gegner gemacht. Aber es gibt immer noch auch Befürworter, es gibt immer noch Freunde, es gibt immer noch Unterstützer. Und ich denke, Erdogan ist auch so klug, er weiß, er kann es sich nicht mit allen verscherzen. Was man, finde ich, auch, das meinte ich halt auch gerade mit dem Stöckchen. Also da ist auch ganz oft dann ganz viel Rhetorik und dann kommt auch vielleicht mal eine Tat und irgendeine Aktion von Ankara. Aber dann ist man auch wieder so realpolitisch und nähert sich dann halt auch wieder an. Und das sehen wir doch jetzt auch an Europa und Deutschland. Aber das heißt, Sie rechnen dann auch nicht damit, wie Herr Thumann, dass es einen Konflikt mit Assad, mit Assads Truppen geben wird, dass es da Kämpfe geben wird, sondern Sie rechnen damit, dass Erdogan rechtzeitig stoppt, hat er ja jetzt diese Woche nicht gemacht. Es könnte Konflikte mit Assads Truppen geben, aber was ändert es? Weil mit Assad hat er ja ohnehin die ganze Zeit Schwierigkeiten, weil Assad nicht das gemacht hat, was er wollte. Und da hat er ja dann drauf reagiert, indem er Assad halt als Feind erklärt hat. Also was würde dieser Konflikt mit Assad, was würde der eigentlich ändern? Auch wenn es da jetzt nochmal um Bodentruppen geht, nicht? Was ich eigentlich viel wichtiger nochmal bei Afrin finde, ist abgesehen jetzt von der Isolation, was hat das eigentlich mit der Türkei noch mal konkret zu tun? Warum macht er das überhaupt nicht? Und da geht es auch wirklich noch mal ganz wichtig darum, von innenpolitischen Problemen abzulenken. Weil in den türkischen Medien wird das natürlich so dargestellt, als seien die türkischen Truppen in Nordsyrien jetzt ganz heldenhaft und würden einen Sieg nach dem anderen erringen. Und dem ist nicht so. Es gibt immer wieder, ob sie jetzt ganz bestätigt sind oder nicht, aber es gibt immer wieder auch Zahlen, dass auch natürlich türkische Soldaten fallen. Das findet kaum statt oder gar nicht statt in den türkischen Medien. Das heißt, wir haben auch hier wieder eine Inszenierung, die halt in der Türkei in weiten Teilen des Landes verbreitet wird. Und das darf man nicht unterschätzen, diese Ablenkung von den eigenen innenpolitischen Problemen. Was will er mit dieser Inszenierung? Und das ist klar, er will Wahlen gewinnen. Das ist auch Innenpolitik, was da stattfindet in Nordsyrien. Er fährt sich natürlich fest. All diese großen Ziele, die er ausgerufen hat. Und da ist auch durchaus, das sehe ich komplett auch so wie Sie, er will in die Innenpolitik spielen. Er sagt, wir erobern, wir gehen dann als nächstes auf Manbij Beach. Das ist eine Stadt, die liegt weiter östlich. Wirft große Szenarien auf, was tatsächlich passiert, aber vor der türkischen Öffentlichkeit halt eben durch die Staatsmedien verschwiegen wird, ist, dass die Offensive Erdogans sich längst festgefressen hat und dass er immer mehr Widerstand erfahren wird, halt, wenn sich die Kurden jetzt mit Assad verbünden und die Ziele überhaupt nicht erreichen wird. Aber das ist vielleicht auch für ihn innenpolitisch egal. Außenpolitisch schwächt es die Türkei natürlich weiter, denn wenn man schon mal einen Angriffskrieg führt im Nachbarland und dann halt irgendwann nicht weiterkommt, ist es im Ergebnis natürlich sehr schlecht fürs Land. Und wenn es dann auf Manbij zugeht, Ulrike Herrmann, dann ist das die Region, wo die Amerikaner auch sind. Ja. Glauben Sie, dass da, das ist eine Frage, die schon vor mehreren Wochen auch immer wieder gestellt wurde, aber ich finde sie dennoch wichtig, um zu erfassen, wo steht Erdogans Türkei im Moment außenpolitisch, dass sich da einfach auch NATO-Partner in die Quere kommen? Ja, und das wird natürlich dann, aus meiner Sicht kann das nicht passieren. Also Trump hat ja diesen Teil der Kurdistans oder des Kurdengebiets, also Afrin, wo Erdogan im Augenblick aktiv ist, das hat Trump ja schon fallen lassen, weil es auch geografisch nicht zum restlichen Kurdengebiet gehört, sondern dazwischen ist noch eine andere Region. Und da waren die USA auch nie in dem Kurdengebiet, in dem Erdogan jetzt aktiv ist, aber wenn er jetzt die anderen Kurdengebiete auch noch versuchen würde anzugreifen, da wo die USA tatsächlich aktiv sind, das ist unvorstellbar. Also das wäre dann
der Moment, wo eigentlich die Türkei beschließen müsste, die NATO zu verlassen. Das wäre auch so, dass diesen Krieg würde die Türkei garantiert verlieren. Das wäre sozusagen undenkbar, die USA derartig rauszufordern. Das Ergebnis ist also kurz und gut, das wird er niemals wagen. Nicht? Er wird immer nur in Afrin aktiv bleiben. Cidem Akyol, wie wichtig Erdogan die Beziehungen innerhalb der NATO im Moment sind? Sie sind ihm sehr wichtig. Ja, natürlich. Aber er muss natürlich auch seine Klientel bedienen. Das heißt, diese Rhetorik halt auch, wenn die gegen NATO-Partner geht, die ist halt auch wichtig, um halt, wie gesagt, innenpolitisch zu punkten. Er wird nicht das Risiko eingehen, es sich mit der NATO zu verscherzen. Also so wahnsinnig ist Erdogan nicht. Er ist auch immer noch ein ganz klarer Instinktpolitiker, immer noch ein Machtpolitiker, der halt mit einer starken Rhetorik, sei es mit Nazi-Vergleichen oder auch mit anderen unsäglichen Beschimpfungen, immer wieder die nationalistische Orgel bedient, seine Klientelpolitik bedient, aber trotzdem auch klar sieht, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich nicht gehen. Und auch immer wieder Vorstöße wagt, aber dann auch wieder zurückrudert. Weil die Türkei ist keine Insel. Die Türkei, die braucht auch Partner. Sie braucht auch internationale Kooperation und Unterstützung. Aber was ich glaube, was sehr gefährlich ist und wo man schon gesehen hat, wie das läuft, ist, Cidem Akyol sagt ja immer, das sei eigentlich tröstlich, dass es noch Zivilgesellschaft gäbe, dass es noch Wahlen gäbe. Aus meiner Sicht sind diese Wahlen 2019 die größte Gefahr, die die Türkei hat. Weil es gab ja jetzt schon 2015, 2016 Wahlen. Die hat Erdogan ja im ersten Anlauf verloren. Was ist passiert? Statt eine Koalition zu bilden, was das Normale gewesen wäre, hat er erstmal letztlich einen Krieg gegen die Kurden angefangen, um auf diese Weise seine nationalistischen Anhänger zu mobilisieren und dann doch wieder in der zweiten Runde eine Mehrheit zu bekommen. Nun stelle man sich das mal 2019 vor, dass er in der ersten Runde auf wie auch immer, trotz zensierter Wahlen, trotz zensierter Medien und so weiter, nicht die 50% bekommt, dann dreht er komplett durch. Und die Wahrscheinlichkeit wäre aus meiner Sicht nicht ein Krieg nach außen, sondern dass er dann tatsächlich Oppositionelle oder die Kurden oder so systematisch erfolgt, dass das dann bis Richtung Völkermord gehen kann, nur um wieder auf diese 50% zu kommen. Und das heißt, trauen ihm das hier in der Runde alle so zu? Es wird nicht passieren. Wieso nicht? Also ich bin keine Hellseherin, nicht? Und auch Erdogan ist auch nur ein Mensch und man darf ihn auch nicht zu sehr auf ein Podest heben. Aber die Wahlen 2019, also wir haben die Säuberungswelle in der Türkei und wie gesagt, die Presse ist fast nahezu gleichgeschaltet. Die Ergebnisse werden auch, es gibt immer wieder Meldungen über Wahlmanipulation, bestätigte oder unbestätigte. Also das ist ein bisschen schwierig. Aber warum sollte er die Wahlen verlieren? Die letzte Wahl, die hat er ja eigentlich verloren. Er hat ja nur 50% bekommen durch massive Manipulation. Aber immerhin hat er das Ergebnis bekommen, das er brauchte. Und er ist ja gerade dabei, genau das wieder vorzubereiten. Das ist ja gerade die Fläche, auf der er sich bewegt. Und ich finde, es deutet wenig darauf hin, dass er daran scheitern könnte. Okay. Weil alle, die ihm halt widersprechen können, oder viele, die ihm widersprechen können, also die HDP, die kurdische Opposition, die sitzen ja im Gefängnis, nicht? Die Menschen sind eingeschüchtert. Aber dann ist doch eine Diktatur. Also das dann noch Autokratie zu nennen, ist doch eigentlich... Gut. Ich wüsste gerne noch, ob die Europäer irgendeine Rolle spielen können, Michael Thumann, um vielleicht in dem, was Erdogan am Westen braucht, auch einen Einfluss zu einer stärkeren Rechtsstaatlichkeit ausüben können? Also eins ist ganz klar, die Mittel und Wege, wie wir auf die Türkei im Innern einwirken können, das haben die letzten Jahre gezeigt, die sind wahnsinnig begrenzt. Mhm. Da hätten wir vielleicht, wenn wir damals, als Erdogan noch Reformen wollte, mehr tun können, was damals leider vor allem Frankreich, aber auch Deutschland verpasst haben. Ich glaube, heute ist es ganz wichtig, dass man einfach sagt, was einem selber wichtig ist und was man für richtig und wichtig hält. Und deshalb bin ich auch für eine ganz klare Sprache bei all diesen rechtsstaatlichen Fragen. Ich bin auch für eine sehr klare Sprache, was den Angriffskrieg in Afrin angeht. Also so wie die Bundesregierung das gemacht hat, im Prinzip zu sagen, wir fordern, dass die Kämpfe aufhören. Absolut, genau. Dass man das dann am Ende nicht ändern kann, so mächtig ist die EU nicht. Wir sind schließlich auch, zumal Deutschland, kein Spieler in Syrien.
Aber ich finde, man muss selber gerade dabei stehen und das einfach in Gesprächen auch immer wieder klar machen, wie Erdogan dann, was Erdogan am Ende daraus macht. Er ist in finanziellen Fragen vielfältig von der EU abhängig. Und das ist das Druckmittel, das man hat. Und da sollte man nicht zu schnell weggeben und einfach sehen, dass die Türkei sich, wenn sie etwa die Erweiterung der Zollunion möchte, dass sie sich dann auch entsprechend verhält. Ich nehme das als Ihr Schlusswort zu der Frage, wohin steuert Erdogan oder der Erdoganist Erdogan die Türkei. Was ist Ihr Fazit, Ulrike Herrmann? Also ich sehe da schwarz. Ich glaube, wenn man das noch nicht Diktatur nennen will, wird es Richtung Diktatur gehen. Es werden noch Tausende von Menschen in der Türkei in den Gefängnis landen. Erdogan wird sich noch auf diverse außenpolitische Abenteuer einlassen. Und meine einzige Hoffnung ist, ich meine, das klingt zynisch, aber das ist meine einzige Hoffnung, dass in der AKP die Leute, gerade weil die Wirtschaft dann schlechter wird und viele von vom Boom profitiert haben, dann irgendwann denken, dass sie Erdogan aus dem Weg räumen müssen, damit sie wieder weiter profitieren können und die Wirtschaft zum Laufen kommt. Also wenn, also wirklich der größte Feind für Erdogan sitzt in der AKP selbst. Von außen kann man den nicht stoppen. Çiğdem Akyol, Sie haben das Schlusswort sozusagen. Wohin steuert Erdogan die Türkei mit seinen Machtspielen? Wie heißt es in der CSU? Der größte Feind ist dein Parteifreund. Genau. Und das sehe ich in der Türkei nicht, weil also selbst in der AKP ist es so, dass diejenigen, die ihm hätten noch Widerstand hätten leisten können, die wurden halt auch in die zweite, dritte, vierte Reihe manövriert. Ich sehe es tatsächlich ähnlich wie Frau Herrmann. Also ich sehe es eigentlich nur schwarz in der Türkei unter Erdogan. Und wie doll wird das dann auch noch die Region weiter in Kämpfe und Blutbäder stürzen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Türkei sich sehr lange in Nordsyrien aufhalten wird, auch aus wirtschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen. Man wird sich da irgendwann, muss man einsehen, dass das wenig Sinn macht für einen. Und das heißt für die EU im Endeffekt, dass man aber weiter mit einem unsicheren Partner verhandeln muss. Ja, das nehmen wir mal so als Fazit. Und wir waren uns da ja eigentlich auch alle sehr einig. Nächste Woche gibt's wieder eine Quadriga. Ich hoffe, Sie sind dann dabei. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Bis bald.